Ja, moin Leute. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich hab's einfach gewusst. Ich bin schon mit einem Grinsen reingegangen. Also okay, Freunde, wir sind gerade dabei, das schwarze Brett hier wieder herzustellen von The Middle of Nowhere. Und beziehungsweise wir haben es in der letzten Folge getan, doch noch können wir nicht drauf zugreifen, noch müssen wir was anderes machen, und zwar Spider-Ends töten, die, ich weiß nicht, warum wir die töten müssen, das schwarze Brett wieder zu aktivieren, aber wir müssen es tun. Jo, ich denke mal, wir hinterfragen nichts, wir tun es einfach nur. Oh, ne? Okay, wir hinterfragen nichts. So, ich laufe mal ganz schnell zum Auto. Ich spiele mal Fahrer. Ich versuche auch mal wieder ein bisschen beim Zero zu bleiben, weil wir laufen ja in letzter Zeit so ein bisschen getrennt. Muss ja nicht sein. So, wo müssen wir denn hin, liebes Zero-Navi? Okay, wir sind ja nicht da. Wie? Wir müssen die Viecher hier töten. Welche? Ah, die Viecher. Hallo. Tag. Tag. Der so, das war's doch schon. Der kleine Harte könnte übrigens wichtig. Ja. Ich steck mal aus, ne? Ja, besser ist. So, wo ist meine Waffe? Hier. Was hast du getan? Alter, der hat mich einmal irgendwie mit Säure vollgesprüht. Ich dachte gerade, es wäre ein Riesenvogel, aber das war nur ein... Das war nur eine hier, wie heißt das? Dreht sich, macht Strom durch Wind. Wie heißt das Ding? Windhaupt? Ja, genau. So, alter Ego haben wir. Verstecktes Tagebuch, Schnitzeljagd und Kreis des Gemetzels. Jetzt brauche ich keinen Arzt. Ich glaube, Kreis des Gemetzels ist die Arena. Okay, wollen wir die vielleicht sogar machen? Oder wollen wir andere Quests? Wir können ja mal in die Arena gehen. Okay. Oh, ich glaube, die ist ein bisschen hart. Wir können sie ja trotzdem mal versuchen. Wie Kreis des Gemetzels, ne? So, ich habe es gleich mal aktiviert. Wollen wir mit dem kaputten Auto fahren, oder? Nö, es repariert sich ja von alleine. Müsste wieder heil sein. Müsste ich vielleicht... Achso! Hier können wir auch welche holen. Und ich laufe das letzte Mal da ganz hinten hin. Oh, hier ist eine Waffe drin. Ah, aber eine blöde Waffe. So, ich guck noch kurz mal nach dem Weg. Ach, da oben. Ist in einer anderen Area? Nee, das ist eine Quest. Die haben wir noch nicht entdeckt. Achso. Wir müssen wieder zurück auf die andere Seite. Aber das können wir auch von da unten. Wir können doch die Quest mitnehmen. Also die Quest erstmal annehmen und dann rüber gehen. Ja. Aber ich glaube, können wir da schon rüber? Ich weiß es nicht. Wir können natürlich da ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. Die Brücke ist momentan zu, da kommen wir nicht rüber. Achso. Also machen wir erstmal was anderes. Nö, wir machen jetzt die Arena. Nur da ist noch eine Quest, die wir annehmen können. Ach so. Jetzt habe ich es auch verstanden. Über die Brücke. Die aber noch oben ist. Mal gucken. Also diesmal sind es auf jeden Fall keine Skaks. Das kann ich dir sagen. Wir kämpfen nicht gegen Skaks. Ich weiß, gegen was wir kämpfen, aber lass dich mal überraschen. Okay. Da bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt. Na, hallihallo. Vielleicht verfehlt. Oh, das ist ein kleiner Harter. Ja. Ich komm. Ich häng fest. Was soll ich jetzt? Ich will da rein. Oh, nee, ich war doch schon. Wir machen das Ganze rein. Wer bist du denn? Ah, das sind zwei Knallharte. Ja, aber das ist eher weicher. Ein weicher Knallharter. Der hat keine blauen Augen. Eine Shotgun. Ah, nichts Tolles. Nö. Ich sehe nichts, alles steht in Flammen. Achso, der ist tot. So. Das hat nicht getan. Braucht jemand ein Medikit? Ja, brauche ich.
Kannst du gleich ein bisschen Leben auf die Formulierinne gehen. Oh, oh, was ist das denn Schönes? Müll. Oh, was war das? Achso, hier. Ein Granaten. Jo. So, erstmal Sachen verkaufen. Ja, ich habe da oben so den kleinen Schrank nochmal aufgemacht, war aber nichts Schönes drin. Nur Munition. Oder lad dich mal ein bisschen auf. Kannst auch ein paar Medikits mitnehmen, falls du glaubst, dass du sie brauchst. Oh, hier ist ein fettes Ding für Sirene drin. Glaube ich jedenfalls. Jedenfalls mal 5 verschiedene Sachen. Aber ist mir auch zu teuer. Okay. Moment, was haben wir hier noch? Das ist. Achso, also wir müssen erstmal mit Typen reden, ne? Was hast du? So, Kreis des Gemetzels, Runde 1. Yay! Es ist, naja, ich gehe einfach halb kaputt da rein. Ist mir egal. Lass dich heilen können. Ach, pff, das brauchen nur Noobs. Du bist der Erste, du guckst, ich seh's jetzt schon. Okay, wir rennen einfach mal die Züge weiter. Autsch, 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 autsch. Kommen aber auch viele raus, Alter. Das ist echt nicht schlecht, ja. Liegen überall Medikits rum, das ist gut. Oh, ich hab grad ein gutes Schild zusammen, damit kann es nicht einsetzen. Was ist gut denn? War's das schon? Das war die erste Runde, ja. Das war ja easy. Das war jetzt die für 26, ne? Okay. Level 26. Gut, dann laufe ich nochmal raus. Spreche einmal kurz mit ihm. Zack. Oh, wir kriegen ein Schild. Und ich nehme gleich mal die neue an. Zack. So, ich gucke mir das Schild nochmal an. Da ist meins wirklich besser. Ich hab einen 432er jetzt. 432er? Ja, mit Boah. Elektroschaden. Ich hab noch einen 380er mit gar nichts. So, nächste Runde. Hab ich aber gerade gefunden, das war jetzt keine Belohnung. Wo kamen die Viecher? Da. Ach so! Ich glaub, man duckt den Hafen. Ich weiß nicht, schon eingesetzt. Ha! Ich hab die Wohnung gebracht! Ich bin OP! Ich hab eine Granate vom Stern geworfen. Ich hab die gebracht. Ist nicht gut. Nein! Oh, die sind ja überall! Oh nein, 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 nein! Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus für mich. Au, 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 nein, nein, nein. Ah, hier ist noch ein Schläger. Moment. Ah, ich hab ihn. Ich werde einfach von hinten aus getroffen. Das ist ja, ich hab hier, glaube ich, eine ganz gute Ecke gefunden. Oh, das wollte ich gar nicht. Den wollte ich. Wow, 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 wow. Oh, es kommt noch mehr. Guck mal, ich hätte überhaupt keinen Nacken. Geht's dir gut? Naja, es geht so. Scheiße, der gibt mir überhaupt keinen Schaden. Boah, alter Schwede. Autsch, 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 autsch! Jetzt kriegst du langsam ein Problem. Nein, nein, nein! Hilfe! Ach, du bist das, ich dachte schon. Nein!
Oh, das Viech kommt näher. Leck. Leck. Nein! Komm, das Feuer hinein. Ja. Jawohl, sehr schön. Da kommt noch mehr. Alter! Sehr schön. Jetzt kommen die kleinen Mistviecher noch. Kann ja nichts. Nein, nein, nein. Was machst du denn? Oh, hinter mir. Hab ihn, hab ihn. Jawohl. Nächstes Level. So, mein, mein Dingens hier kommt gleich wieder. Mein, Türmchen. Ja, ich schieß schon voll drauf. Oh, ein bisschen noch. Sehr schön. Siehst du mal, jetzt sind wir gar nicht mehr weit voneinander entfernt, mit 100 XP oder so. Ja. So, den habe ich auch. Haben wir es geschafft? Brauche ich nicht. Ey! Achso! Hast du mir auch angeguckt, ja? Warte. Ja, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Sie ist zwar in einigen Punkten schlechter als meine. Jetzt momentan, aber sie hat halt ein 50er Magazin und sie macht halt noch Brandschaden. Na, warte. Wie guck ich nochmal? Warte, ich bin verwirrt. So. Oh. Ja. Ach, ich nehme die einfach. So. So ein paar schöne Sachen haben die ja, glaube ich, hier fallen lassen. Joa, ein paar grüne Sachen. Alter, ich habe eine Assault Rifle. Alter Schwede. Ein 81er Magazin drin. Macht zwar nur 64 Schaden, aber ja, macht keinen Feuerschaden. Hm. Macht ja halt wenig Schaden, aber ach, egal. So, also ich habe hier gerade noch einen mit 54er Magazin gefunden und 86 Schaden. Ja gut, aber ist halt kein Feuerschaden drin, ne? Nö. Meine, die du mir jetzt hier hingeschmissen hast, die macht ja 48 mal 2 Feuerschaden. Also so wie ich das verstanden habe, wenn es richtig ist, dann musst du mich korrigieren. 48, dann muss ich ja einfach 48 mal 2 rechnen, oder nicht? Ich denke schon. Ach, du denkst das, okay. Erstmal Level Up, so. Zack, mehr Erfahrung für uns. Ja, oh ja, Level Up, Level Up. So, macht der Turm noch ein bisschen mehr Schaden. So, dann haben wir es ja, ne? Also ich habe jetzt nicht noch irgendwie was Tolles gefunden hier, was hier liegen könnte. Ja gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Gehen, nicht rennen. Ich will nur ein paar Sachen verkaufen. So, ich spreche mal kurz mit ihm. Yeah! Boah, fast hätte ich das Ding verkauft. Ich war gerade mitten beim Verkaufen, auf einmal ploppt das Ding auf. Ja, es ist also bei mir nicht so das Beste. Nee. Ja, jetzt kriegen wir noch die letzte Runde. Ich weiß nicht, ob wir das uns wirklich zutrauen sollten. Probieren kann man sie mal. Finde ich. Dann würde ich aber tatsächlich eventuell ein bisschen Leben Medikits, mitnehmen oder was? Medikits mitnehmen. Ich weiß noch nicht, ob wirklich. Na, ich habe einfach mal ein paar mitgenommen, kann ja nicht schaden. Ach, egal, ich brauche sowas nicht. Wollen wir wieder zusammen oder? Okay, wir gehen einzeln. Naja, erstmal ist es besser, dass sie alle auf einen Haufen gleich zu uns kommen. Ich glaube, diesmal kommen nicht so viele, aber dafür stärkere. Hinter mir! Ist das fies! Oh, Level 30. Wow, ich bin gleich tot. Alter! Jetzt habe ich mein Geschütz auch noch falsch rum aufgestellt. Okay, ich glaube, da müssen wir drauf warten. Ich bin tot. Keine Chance gehabt. Nice.
Ich bin jetzt wieder respawned. Kann ich da jetzt noch mit reinkommen? Hat aufgehört. Achso, na, wenn einer stirbt, dann hört's auf. Na gut. Ja. Was hast du denn da gefunden? Eine Schrot, eine blaue. Oh, cool. Es geht wieder los, ne? Weil ich reingekommen bin. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Alter, down. Ah, den kriegen wir auf den Platz 2. Eigentlich könnte man dann so auch Sachen farmen, dass man immer wieder eintötet, weil es kostet das natürlich Unmengen Geld, ne? Ja, das stimmt. Hilfe, Hilfe, jawohl! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Nein! Okay, komm. Ja, das hat keinen Sinn. Vergessen wir es. Der hat einfach einen Raketenwerfer, komm. Was sollen wir ihm tun? Das hat wirklich keinen Sinn. Schade. Kommen wir halt wieder, sobald wir das können. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir sollten jetzt aber nicht beide reingehen. Oh, gute Idee. Ja, ich bleib mal hier draußen. Boah, was der eine verloren hat hier. Ja. Ah, Geld, Munition. Ja, das war's. Die Munition hat er nur verloren, die wir umgebracht haben. Ah, okay. Schade. Ja, gut. Und die Schrott, die ich gerade benutze, ist scheiße. Ich könnte ja mal fies sein, ne? Geht das? So rein und gleich wieder raus? Schade. Hey! Ich habe nur was getestet. Ach so, ja, 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 klar. Was wollen wir denn jetzt machen? Middle of Nowhere haben wir hier noch. Ach, das ist New Heaven. Wo sind wir? East oder West? West sind wir, ne? Sind wir West. 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 Sind wir East oder West? Wir sind West. Wollen wir nach East wieder, oder? Weil da haben wir noch 3 Missionen. Wir können hier bestimmt auch irgendwo schnell reisen. Das kann sehr gut möglich sein. Ich mache jetzt trotzdem schon mal eine von denen oder wähle die aus. Eine von denen. Ja, können wir machen, können wir machen. Ja, dann ist klar. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer reinspaziert. Oh. 2 Vorrat, 2 Aufschlag, 3 Sperrfeuer. Moment. Hey, die ist natürlich. Oh. Das Ding kaufe ich mir aber. Das ist gekauft. Oh, das ist gekauft. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit diesem unheimlichen Nadel hat? So, ich habe mir mal wieder was Schönes gekauft. Bist du soweit? Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte mich nochmal einmal ganz kurz eine Sache gucken. Was ist denn der Aufschlagskill? Ich habe mir das jetzt einfach mal geholt, trotzdem. Ach hier, steigert den Projektilschaden für alle Waffen. Krass. Ja. So, dann bin ich jetzt bereit. Ne, ich habe gerade eine Dingens gefunden, eine Classmod, die mir nochmal, die uns nochmal Munition plus 2 mehr gibt sozusagen. Also mein Alter hat 4, die hat jetzt glaube ich 6 oder war es 3 und 5. Na, auf jeden Fall 2 mehr. Und noch einen anderen Skill nochmal 2 mehr. Deswegen habe ich mir das Ding geholt und es war halt hier dieses Tagesangebot und hat nur in Anführungszeichen 60.000 gekostet. Also gar nicht mal so viel. Weil halt so. Beim Sterben gerade 20.000 verloren. Also besser eher sein Geld auszugeben. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier tue. Was wollten wir? Tagebuch. Achso, hier. Seit 3 Tagen kein Schlaf. Gerade gab's Essen. 6 Käfer in alphabetischer Reihenfolge. Carabus aurutinens als Vorspeise und Petrix undulata als Dessert. Die Daten, die sich aus der Entzifferung ergaben, lassen mich auf den Ort dieses Ereignisses schließen. Und ich glaube, damit ist die Öffnung der Kammer gemeint. Echo Recorder und ich sind nicht mehr zusammen. Aber wir bleiben Freunde, damit ich weiterhin diese Nachrichten aufzeichnen kann. Er ist einverstanden, weil wir diese Sache zu Ende bringen und die intensive Suche nach der mythischen Kammer dokumentiert wird. Sie ist kein Mythos. Es gibt sie wirklich. Hast du gerade gesagt, sie ist mit ihrem Aufnahmegerät nicht mehr zusammen? Ich glaube ja. Oh Mann.
Hast du das nächste schon aufgenommen? Nein, noch nicht, weil ich hier die ganze Zeit bekriegt werde. Ich versuche dir gerade so ein bisschen zu helfen. Das Problem ist, an der ganzen Sache ist, dass unser Auto fast dabei drauf geht. Nimmst du das nächste Mal auf, bitte? Damit wir hier weg können? Warte, warte, warte. Bin gleich soweit. Okay. Tag 616. Manchmal wünschte ich, ich hätte diesen Auftrag hier nie bekommen. Dahl will, dass ich abreise. Zeit zu gehen, hieß es nur. Alle anderen sind schon weg. Bis auf die Kriminellen, die sie freigelassen haben. Das sind nicht meine Freunde. Ich wollte auch schon packen. Aber dann habe ich etwas entdeckt. Ich glaube, es ist ein Schlüssel zur Kammer. Das beweist, dass es sie wirklich gibt. Hier auf dem Dorf. Und sie könnte mein werden. Ich habe auch das auf etwa 16 Jahre gelassen, dass es beinahe 200 Jahre her sein muss. Oh, Gott, oh Manu! Sehr schön. Danke. Hier ist noch was drauf, hier ist noch ein Knopf. Wie viel Knallhart kommt da raus? Der brennt sogar. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Waffe, die ich hier jetzt genommen habe, die hat zwar schön viel Schuss, aber macht extrem wenig Schaden. Leider doch nicht so das Beste. Oh, da ist noch ein. Na, ist ein ganz normaler. Ja, hier ist noch eine Rifle. Halte die Stellung für immer. Oh, plus 10 regeneriert Munition. Was ist? Die Waffe regeneriert von alleine Munition. Welche? Ja. Was sind das? Meine! Geiles Ding! So. Hat zwar wieder nur 12 Schuss, aber geiles Ding. Hammergeiles Ding. Dieses Tagebuch? Tag 653. Heute ist mein Geburtstag. Ich war sehr lang alleine. Heute Morgen kam zufällig ein Sträfling in mein Camp gestreunt. Und ich ließ ihn sich ein wenig umsehen, bevor ich ihn erschoss. Ich habe es sofort bereut. Ein bisschen menschlicher Kontakt wäre doch nett gewesen. Ich habe ihn Leslie getauft und mir ausgedacht, dass er eine schwere Kindheit hatte und immer gehänselt wurde wegen seines Mädchennamens. Und dass er deswegen kriminell wurde. Er hatte ein Tattoo am Hintern. Patricia stand da. Oder so etwas ähnliches. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Jedenfalls bewahre ich das Schlüsselfragment ab sofort woanders auf. Wo es sicher ist. Das ist äußerst wichtig. Ich habe es einem Mann namens Crazy Earl gegeben. Also, wenn ich das mal sagen darf, ne? Die Olle, die hat so einen am Kopf, ey. Tja. Jo, ich hab da mal menschliche Gesellschaft bekommen, die ich dann sofort erschossen habe. Was? Ich hab übrigens auf dem Weg hierher eine Lootkiste gesehen. Oha. Diesmal ganz sicher. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Ich hab sie gefunden. Wollen wir die uns erstmal angucken? Tag 684. Anscheinend kann ich das Camp nicht mehr verlassen. Ich habe alle nötigen Informationen beisammen, um die Kammer finden zu können. Aber bei jedem Versuch, von hier aufzubrechen, überkommt mich eine unsagbare Angst und lähmt mich. Ist wohl irgendeine Art Psychose. Jedenfalls sitze ich hier fest und ohne Hilfe von außen geht's nicht weiter. Ich werde zusehen, ob ich nicht irgendwen auf diesem Planeten dazu bringe, mir zu helfen. Ja, das ist jetzt da, wo wir sie jetzt getroffen haben, dass sie nicht weiterkommt. Interplanetare Nachricht absetzen. Um Kammerforscher anzulocken. Ein bisschen Gesellschaft wäre ja ganz schön. Ein bisschen Gesellschaft wäre ja ganz schön. Ja, dann erschießt doch nicht die Leute, die zu dir kommen. Oh. So, ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Nicht. Sieht jedenfalls so aus.
Ich würde sagen, einer läuft in die eine Seite und der andere in die andere. Ja. Okay. Wär ein bisschen schlauer, oder? Okay. Weil ich laufe hier gerade runter und runter ist, glaube ich, nicht so gut. Ich komme hier zu einem Tunnel. Ich denke mal, das wird zu einer... Nee, doch nicht. Ich dachte jetzt, das wäre zu einer... Oder wäre zu einer nächsten Gegend. Ah, ich bin hier wieder beim schwarzen Brett. Echt? Ja. Tatsächlich. Kann das heißt, sein, der letzte ist hier beim schwarzen Brett. Tatsächlich. Einmal ein Rundkurs. So, ich seh's. Oh, Tag 718. Heute bin ich außerhalb des Camps aufgewacht. Ich weiß nicht, wie ich dorthin kam. Aber anscheinend kann ich das Camp wieder verlassen. Dies wird meine letzte Nachricht, bevor ich die Echo-Aufzeichnungen so weit wie möglich verstreuen werde. Mein Echo-Rekorder ist ganz klar verrückt geworden. Und wenn ich nicht aufpasse, drehe ich auch noch durch. Wenn ich diesen hinterhältigen Rekorder los bin, komme ich zurück und forsche weiter. Von der Tennis. Ende. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Oh Mann. Haben die ganzen Medikits am Start. Da drüben gibt es eine lilane Schrote. Habe ich schon gekauft. Sehr geil. Und hier gibt es noch einen Class-Mod für eine Sirene. Ich weiß nicht, ob die was für dich wäre. Wieder Girl Power. Höhere Geschwindigkeit ist auch nicht so toll. Nö. Nichts mit Girl Power. Bei Girl Power drin. Alter Schwede, wie schnell regeneriert sich denn meine Munition? Alter! Pass auf, ich mache jetzt mal die 12 Schuss, ne? Pass auf. Voll. Was heißt unendlich Munition, ja? Ja, im Prinzip definitiv. Also, was heißt, ja, also schon. So, und dann würde ich sagen, die Tagebücher haben wir durch. Morgen machen wir dann wieder das nächste und dann schauen wir mal was. Und damit. Oh. Oh. Ja, nettes Viech, ne? Sieht schon krank aus, das Ding. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen. Tschüss.